Willkommen im Winter Wonderland hier in It Takes Two. Wir sind in einer riesigen Schneekugel zusammen mit Ben. Hallo. Hey. Und stimmt, wir haben jetzt Magnete. Da war nochmal eine ganze Menge Cutscene am Ende. Ich wollte das jetzt gerne nochmal zusammenfassen, aber mir fehlen etwas die Worte. Es war wieder super witzig. Und ich bin gespannt auf die neue Mechanik. Oh, man kann hier tatsächlich hoch. Ich dachte, hier wäre Schluss. Oh, hier ist Schluss. Der Bergsteiger. Hier ist Schluss, hier ist unsichtbare Wand. Yay! Ich kann rutschen. Man kann rutschen. Ah ja, so rutschen. Mein Magnet benutzt. Müssen wir beide ziehen? Ne, ich kann's. Was, bei dir hat's nicht funktioniert? Ach, da machst du mir die andere Seite von. Ah, ja. Ach so. Okay, warte mal. Aber ich. Ach doch. Ah, ich. Ja, logisch eigentlich. Ich dachte, ich kann nur mit einer Seite interagieren. Nein, man kann. Aber. Man kann nur mit der eigenen Seite. Ja, okay. Oder? Also ich kann jetzt hier mit Rot nichts machen. Du kannst halt ziehen. Ich würde es eigentlich. Achso, von außen habe ich es gezogen, aber in die Richtung bewegt sich das Tor nicht. Ja, ja, verstehe. Ach Gott, jetzt muss ich immer denken. Jetzt muss ich mal umdenken. Ziehen, drücken und alles. Das ist jetzt für mich. Warte mal. Drücken. Genau, ich drücke in die Richtung. Aha. Machen wir was kaputt oder stellen wir uns drauf? Kann ich da hoch? Okay, dann schieb ich dich da hoch. Dann kommt das jetzt. Genau. So. Aha. Geht dann hoffentlich auch umgekehrt. Kommt. Ja. Brauchst mir eigentlich nur hinziehen, ne? So. Okay. Ah ja, das kennen wir noch. Oh. Okay, warte mal. Hier ist eine Seite. Das ist eine Axt. Kann ich drehen? Und du dann. Nee, du drückst es ich dann. Ich muss dann schieben, ja. Ja, ja, entspann dich, May. Da war sie wirklich sehr früh dran mit ihrer Sorge. Okay, dann nee, ich kann nicht selber. Ich drück das mal runter, so. Könnte ich dich hochschießen? Ich hab's mir auch gerade überlegt, ja. Tu es. Oh, war nicht so spektakulär. Ja. Da hinten leuchtet's hübsch. Eine Säge? So. Hey, remember our was ist die Säge? Okay, warte. Ich drücke. Ist das lustig? Haben wir es hier gleich? Wie langsam? Gut aus? Langsam, aber stetig. Boah! Baumfeld! So, war hier noch was? Nö. Ah, die Musik voll schön. Those things look different. Okay. Leider strahle ich das nicht in der Saison aus, in der wir es gerade aufnehmen. Wow! Cool. Das ist der Anziehungskraft. Und jetzt? Ja, jetzt abstoßen. Und ich sagen was. Boing. Ah. Tu doch nicht so. Du kennst es doch alles schon. Aber es ist freundlich von dir, dass du so tust. Das musst du machen. Oh, ein Katapult. Oh, ich war zu weit weg. Muss ich das Ganze nach vorne holen? Hm, und ich schieß dich darüber. Und was macht das Ding hier? Da kann ich hoch. Ach, da kannst du hoch. Na, erstmal geht's mit mir jetzt wohl hoch. Ohohoho. Und ciao. Voll in Schnee reingeballert. Okay. Was mache ich denn? Ich schick was rüber, ja? Ach, guck. Oh. Nein, halt, ich stand falsch. Was ist denn jetzt los? Ich stand zu weit weg, da hat die Magnetkraft nachgelassen. Habt ihr das gesehen? Er wollte mich umbringen. Ich bin unfähig.
Du kannst es aber auch noch ein Stück zu dir ranziehen. Wie wär's denn damit? Kann ich das? Ja. Ich kann es dann wegdrücken, oder? Nee, du ziehst es ja. Es ist ja blau. Ach so. So, ich kann jetzt nämlich nichts mehr machen. Das ist außerhalb meines Wirkungsbereichs. Das musst du wirklich mal selber. Alles muss man selber machen. So. Mir ist kalt. Wups. Ah, scheiße. Leider nicht lang genug oben geblieben. Ja. Blöd. Boing. Wer kann, der kann. Da ist ja noch gar kein Boden. So. Ah, es ist so süß, wie sie hier hängt. Hopp. So, jetzt kann ich hier hin. Und so, nun? So, vor allen Dingen eine Sache, die man ja normalerweise nicht steuern kann, ist zu entscheiden, wann hält der Magnet und wann nicht, ne? Oh. Wenn du ja so einen Magneten hast, dann macht der, was der will. Da hast du gar keine Chance. Und? Nee. Ja, ich muss hier. Hä? Glitchmeister. Wieso? Also bei mir war alles gut. Bei mir warst du draußen. Nee, soweit. Also meiner Meinung nach war ich noch nicht draußen. Für meine Ansicht. Oh, jetzt ist aber ein bisschen überbelichtet hier gerade bei mir. Was ist das denn? Sieht aus wie so ein Glow-Effekt. Naja, wird wieder besser. Ach du Schreck. Kannst du da was drehen? Dass ich rot hab? Ja. Ja. Bleibt das so? Natürlich. Okay. What? Dankeschön. Bitte gerne. So, ich kann da nichts machen, würde ich sagen. Ist das ein leckeren Cody-Topf? Eintopf? Ist mir zu speckig. Ey. Speck ist gut. Jetzt pass mal auf. Oh, nee, ach, da ziehe ich mich ja ran. Warte mal. Da würdest du dich ja abstoßen. Ja, würde ich gern tun. Achso, warte mal. Aber. Aber du musst zuerst hoch. Das heißt, du musst es wieder drehen. Okay. Oh, geht nicht. Geht nicht? Tatsächlich. Mehr geht nicht. Ich konnte es nicht weiter drehen, ne? Ach, guck mal, ich kann es von hier oben drücken. Das könnte jetzt wiederum dir helfen, oder? Warte mal. Nee, stimmt ja gar nicht. Das könnte dir nicht helfen. Nee, weiter geht's. Ach, du hältst es jetzt. Du hältst es jetzt. Ach so. Okay. Ja. Oh, das war schon geradezu fortgeschritten, das Rätsel. So, jetzt mache ich hier was. Was mache ich denn hier? Hä, warte mal, du konntest von vornherein so hoch, ne? Ich konnte von vornherein so hoch, ja. Ach so, deshalb wolltest du mich zuerst schicken, weil wir erst was einstellen mussten. Von unten. Ja. Ja, genau. Darüber. Wow. Ui! Wasser noch nicht gefroren ist. Also ich mach's mir da etwas leichter. Ja. Ich dran. Du darfst hier schön mühselig hoch. Ja. Cody, look! A cabin! Oh, yes. A cabin in the woods. Wir haben ja einen Kollegen auf der Arbeit, der heißt Kevin, den nennen wir immer Kevin in the Woods. Okay. I got it. So, warte mal, du fährst mich darüber. Und dann hole ich das, oder? Nee, das stößt ja ab. Dann muss ich da irgendwie. Warte mal, was ist unter mir? Das kann ich ja nur ranziehen. Hä? Ah, warte mal. Ich drücke. Und du hältst fest. Ach, von der anderen Seite? Ah, von hier. Ah, ja. Genau. Okay, hab's. Okay, dann hole ich jetzt das andere Ding. Ach so, das bleibt. Come on, May. I can't wait to warm up. He looks familiar. Yeah, now that you mention it. It's the cabin we stayed in. Yeah, I think you're right. Oh, hey! Check this out! Our old skates here. Yeah. Put them on. I don't think we've been skating since we were here. I know. I don't know why. I love skating.
Me too. Oh, look, Cody. Our winter clothes. Oh. Here you go. Yes. Awesome. Oh, stop freezing my ass off. Oh. I like it here. Was it this cozy when we were here? Yeah. Yeah, it's just like I remember it. You wanna hang out here for a while? We should get going. Yeah. Yeah, you're right. I know, come on. What? Where are you going? Race you to the bottom. All right, you're on. Ach, ist das süß mit den Winterklamotten jetzt. Endlich warm. Ja. Boost und springen. So, und jetzt können wir. Okay. Hui! Oh, oh, nice. I really miss doing this. Ah, toll. Wenn ich nicht Boost mache, komme ich tatsächlich kein bisschen voran. Das ist immer dieser Antrieb, den man macht bei den Schlittschuhen. Wow. Wow! Perfect for skating! Mach hier voll die skilligen Moves. Mit dem Schal, ich werf. Ah ne, das war mein Magnet. Ah ne, man kann auch ganz normal fahren. Einfach nach vorne drücken. Warte mal, wo bist denn du da abgebogen? Gibt's hier noch was? Hui, hier kann man Pirouetten drehen. So. Ah, echt schön. Das ist super gestaltet. Voll toll. Hast du ja auch nicht ständig in Spielen, dass du einfach mal Schlittschuh läufst, ne? Ja. Wow. Oh ja, ich tatsächlich Pirouette in der Luft. Okay, warte mal. Ah. Open the gate. You remember this town? Yeah, of course. This is where we spent our first Christmas together. What's happened here? Used to be so busy. I know. Where is everyone? Yes! Where are they? This town used to be like your relationship. Alive and fun! Yeah! But look at it now. Silent. Dead. Frozen. You need to wake it up from its winter sleep! How are we gonna do that, genius? There's ice everywhere. Use your magnets! Magnets don't melt ice. Exactly! But the bells in this town can break the ice! Now, break the ice and get your prize! This book. Did he say we have to ring the bells? Yeah. Ring the bells to break the ice. Really? Where does he get these crazy ideas? Come on, let's do it for the town. Hey, May. Sagst du mal die Glocken läuten? Wir könnten die Sache abkürzen, ne? Indem ich jetzt mein Jäckchen aufmache. Also was mir gerade so durch den Kopf gegangen ist, der kann ja irgendwie machen mit uns, was er will, dieser Buchtyp, ja. Und das macht er ja irgendwie auch. Der verarscht uns ja gern. Also er verarscht uns nicht, er hat ja eigentlich ein gutes Ziel, aber woher wissen wir denn, dass der uns nicht ewig hinhält, ja? Ja. Also im Schwierig. Grunde, wenn wir ein cleveres Pärchen wären, dann würden wir ihm vorspielen, dass alles total harmonisch ist und wir wieder zueinander gefunden haben. Anstatt, dass wir ihm jedes Mal so genervte Antworten geben, ne? Ja, aber sie sind halt nicht smart. Nee, nee. Not smart enough. Halt oh, guck mal. Soll ich's reinhämmern? Nee, was? Aha, kann man da was kaputt machen? Oder soll man sich ran... Ach so. Warte mal. Ich gehe erstmal hier hoch. Oh nein, ich habe jetzt schon Angst. Okay, jetzt... Ach so. Jetzt kann es runter. Halt. Nee, Moment, ich muss ja... Ach so, ich dachte, ich kann da oben rauf. Nee, kann ich gar nicht, oder? Ach so, das ist hier so Wall-Jump-mäßig. Ja, okay. Warte mal. Ach, du musst mich langsam mitnehmen. Oh, das ist ja anspruchsvoll. Häng okay, ich mal ran. Geht's noch hoher? Höher? Ja, okay. Ach, wie schön. Ja, nice. So, Nummer 1. Weg mit dem Eis. Ah, oh.
Wake a dog a day. Oh, the sweet sound of success. Good job, us. Hey, Kumpel. Was geht? Aber die Nasen sind nicht stilecht, muss ich sagen. Oh, the town looks like how I remember it. Ja! Ah, oh, daneben. Hey, total, total, total. Hat noch so ein Teddybär drauf. Ja. Haben die alle was hinten an der Jacke? Nee, der eine hat hier einen Teddybär hinten drauf. Aber der ist so eine Art Mönch. Nee, doch nicht. Schick. Tolle Sprache. Ja. Nix. So, also hier kann ich nichts machen. Ich muss die Seite nehmen. Okay. Ich komm. Ich sehe schon, dieses Let's Play strahle ich im Sommer aus oder besser ein Jahr später, nachdem wir es aufgenommen haben. Ansonsten passt es ja gar nicht. This place really is a sleeping village. Oh, I missed the hustle and bustle when we were here. It was crowded. And fun. I hope we can wake it up. Looks like hope there are three bell towers. Let's pick one and get started. Ah ja, aber so Weihnachtsmarktgewusel finde ich auch auf eine Art ein bisschen lästig. Vor allen Dingen, wenn man echt? Nur durch will. Oh, ich liebe es total. Was ist denn das hier schon wieder? Will sich hier schon wieder jemand fangen lassen vielleicht? Freiwillige vor? Fangen lassen? Hat die Musik? Oh. Ja, hier ist wieder so eine Glocke. Du hast doch schon mal geschafft, dich in sowas zu fangen. Jetzt wäre deine Zeit. Nein, danke. Warte mal, ich komme mal zu dir. Ich will nicht wieder zu Nuss werden. Wow. Komm, man kann die Schneemänner kaputt machen. Ich verliere hier den Überblick. Bist du eigentlich da? Ja, direkt bei dir. Ruf mich und ich bin da. Wo ist denn hier Glockenmann? Was haben wir denn hier? A pile of snowballs. I might throw one or two. Okay. Da geht's schon mal nicht hin. Ah, ich hab dich. Watch out, here it comes. Tick, trick. Oh, oh. Ich kann nur mit Zielen, die sich nicht wehren. Da kann ich noch was schaffen. So, gibt's einen Punkt? Achso, kann man noch mehr machen. Bui. Bui. Na klar. Bist abgerutscht, stimmt's? War keine Absicht. Nein, schon wieder keine niemals. Absicht. Zum dritten Mal keine Absicht, Mensch, der Ben. Der ist ja noch unfähiger als ich. Will mich gar nicht treffen, aber irgendwie passiert's immer. So ein Unglück. Oh, hier ist ein Wok. Ein Weihnachtswok. Wollen die einen Topf? Hier machen wir unser Glühwein, sitzen, trinken ein bisschen. Ramondisch. Ja, genau. So, ich habe komplett die Orientierung verloren. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen und was wir wollen und so. Da hinten leuchtet's. Ich folge dir einfach mal. Ach, diese Punkte, ne? Diese, ja, die Türme, okay. Ja, ich glaube auch. Also haben wir uns ein bisschen entfernt. Okay, Schlittschuh laufen, juhu! Meiner skatet wie ein Ninja. Wow. Okay, was ist hier? This is the proper machinery. Yeah, I saw the bell tower. Ah, okay, verstehe. Boing. The big wheel's turning. Oh. Aber da komme ich doch nicht hoch. Halte ich mal fest an der Wand. Ah. Nein. Ah, toll. Ach Gott. Ach so, auf der anderen Seite ist blau. Okay. Krass. Das heißt, ich halte mich einen Moment und du drehst dann. Genau. Das ist ja cool. Okay, dann. Oh, war ja. Aber wir können ja auch zwischendurch mal stoppen. Oder ich kann mal kurz neu hochspringen. Ja. Oh, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Entschuldige, Mann, das ist doch nicht zu fassen hier. Doing. So.
verstehe. Meine Frage, musst du dich da unbedingt festhalten oder kannst du einfach lang laufen? Stimmt, ich könnte auch laufen, aber... Also dreh einfach, wenn ich unten ankomme, kann ich ja wieder neu hochspringen. So, Oh, zu weit. Na, sag mal! Nein, Alter! Ich hab jedes Mal diese Taste gewesen, gedrückt. So, jetzt dreh ich für dich. Ich so, warte hoch. Mal, erstmal... Erstmal blau, ne, für dich. Erstmal blau, ja. So, hihihi. Sehr lustig. So, jetzt hängst du dich ran oder willst du einfach... Nö, ich ja, man... drauf. Ja, stimmt, man kann es... Oh, ich muss echt vorsichtig sein, dass ich nicht zu schnell mache. Okay. Tut deiner Figur auch ganz gut. Danke. Immer da, wo du laufen kannst, lauf. Das ist mein Tipp an dich. Okay, hier rein? Hier hoch, irgendwas? Ich kann hier nichts machen. Warte. Musst du wahrscheinlich. Ah ja. So, so. Jetzt lass ich mal die Glocken läuten. Ja. Klirr. Oh, Riesenrad. Mit Blau und Rot. Oh. Fische. Die Kugel in der Kugel. Rechtlich Inception. Ja, ja, Kugelception. Zwaffelstompboard. Kann man hier... Nee, das kann man andrehen, ne? Oh, warte mal. Ohohoho. Man kann auch einfach am Rand rum sliden. Beziehungsweise den mitnehmen. Kann die anschubsen, ja. Süß. Wow. Okay, ich steig gleich aus. Warte. Hä? Was mache ich denn hier? Auch anschieben. Und hui! Uiuiui. Oh, warte mal, da geht's raus. Was ist hier? Will einer von uns mal... Gibt's eine leere Gondel? Es gibt leere Gondeln. Was ist das? Kann man da rauf? Ah! Ich probiere gerade mal was. Hä? Oh, willst du mich mal hochfahren? Oh, ja. Mit dem Riesenrad. Ich bin jetzt da schon drin. Wenn du so, obwohl, ich bin fast da. Nicht zu doll drehen jetzt. Ich glaube, ich kann hier aussteigen. Nee, mach mal gar nichts. Ich bin tatsächlich schon da, der Schwung rein. Nein, jetzt geht's rückwärts. Ich war fast da. Okay, bin oben. Ich war fast da. Bin oben. Was kann ich denn hier tun? Kann ich ja, da kann man runterrutschen und dann darüber die Kanone ballern. Ach, du warst schon oben? Ich hab's wieder ja, noch nicht mitbekommen. Ich war gerade da oben. Boing. Okay. Uff. Okay. Die Leute freuen sich. Ja, der Zuschauer muss wissen, ich gucke einfach nicht auf der anderen Bildschirmhälfte. Ich bin schon genug mit meiner beschäftigt. Aber guck mal hier. Wenn du mir sowas sagst, funktioniert es. Dann gucke ich. Ich nehme ein Bad in der Höhensonne. Shuffleboard, May. Na gut. Wo bist du denn da rein? Da muss ich erstmal gucken. Kommt einem Schneemann entgegen. Wow. Hey May, komm hier. Shuffleboard, das sieht eher aus wie Eisstockschießen oder sowas. Shuffleboard, Eisstockschießen, würde ich mal glauben. Ja? Andere Seite musste. Ich dachte, das wäre ohne Eis Shuffleboard. Das heißt andere Seite. Wo? Welche andere Seite? Links. Nicht da. Links halt. Ach so, hier. Das andere links. Pucks, möglichst nah an die Kante halten, Kraft sammeln. Na gut, mal gucken. I'm gonna knock you out. Wishful thinking. Watch my cock. Muss ich da jetzt hin? Ja. Ah! Das ist ja schon mal schwer da anzudocken. Warte mal. So, also ich muss hinter der ersten roten Linie starten, ne? Oh Gott. Oh. Das war zu stark. Uiuiui. Ui, ui. Okay, das war gerade mal die 1, wenn es denn überhaupt ja eine 1 ist es. Verdammt. Komm schon, ja. Komm schon. Ah. Oh, das kann ganz schnell zu doll sein tatsächlich. Oh. Der bleibt nicht stehen, der bleibt nicht stehen, der bleibt nicht stehen. Ja! Letzter Versuch, oh Gott.
Oh, das ist aber schwer, die letzten beiden da. Noch ein bisschen. Ah. Unentschieden. Ich bin immer mit unentschieden einverstanden. Das ist das Beste, was ich erwarten kann. So. Okay, das war hier nur so ein kleiner Zwischenausflug. Ja, genau, kleines Minispielchen. Okay. Ah, die 4 war schwer. Gab es überhaupt eine 3? Nee, ne? Es gab nur 1, 2 und 4? Habe ich es richtig gesehen? Ja, 1, 2, 4, ja. Ja, mit 4 bist du natürlich der King. Wenn du die einmal triffst, dann wird es schon echt schwer. Nein! Mann! Immer das Gleiche. Oh, wir sind sich freuen, gucken. Oh, was ist da unten? Eine Schildkröte? Schildi? Wow. Du hier? Hey. Na, sag mal, du hast sie wohl nicht alle. Jetzt hört's aber langsam auf. Einer mag Schildkröten. Das wage ich zu bezweifeln. Oh, guck mal. Da sieht man das Wohnzimmer oder so. Ach so. Ja, stimmt. Oder Küche, eher Küche, ne? Das sind so Hängeschränke. Naja, könnte auch Wohnzimmer sein. Ich dachte, es wäre der Esstisch in der Mitte. Die Frage, in welchem Zimmer wir überhaupt sind, ne? Gute Frage, ja. Könnte aber tatsächlich Esszimmer sein. Aber das ist doch da rechts, das ist doch eher so ein Kühlschrank, oder? So eine Kühlschrank-Gefrier-Kombi, sowas Großes da? Ich guck grad so ein bisschen. Ja, vielleicht ist es ein Kühlschrank im Esszimmer, was dann echt cool wäre. So ein Getränkekühlschrank. Müsste man sich wieder weniger bewegen, ne? Oh, was ist denn hier los? Eine Halfpipe. Aber man kann nicht pipen, hier ist alles voll mit Schnee. Die sind allerdings farbig, diese Schubkarren, ne? Als wenn man die nochmal irgendwann wegbekommt mit Magneten. Aber wer weiß. Ja, hier sind noch alle eingefroren. Wahrscheinlich müssen wir da hoch. Oh, warte mal. Brauchst du mich da? Scheint so, ja. Komm mal. Zieh ich was raus? Mhm, da oben. Ja, ich probiere gerade, aber irgendwie geht's nicht so recht. Drückst du an den richtigen Knopf? Weil ich kann noch. Nee, tue ich natürlich nicht. Hast recht. Achso, warte mal. Ja, da komme ich nicht hin. Ist wahrscheinlich hier. An der Seite, okay. Achso, dass du da ranspringst. Wahrscheinlich, ja. Oder hochspringst und dann. Muss ich drehen, ja? Ja, okay, dann spring ran, dann dreh ich. Oh, da muss ich aber schnell sein. Ist das rutschig? Klappt. Stoß dir nicht den Kopf. Schon passiert. Okay, jetzt kann ich irgendwie hoch. Ah, okay, wieder zurück. Ach so, warte. Zurück. Ich hab's noch nicht ganz geschnallt, wo du dann hoch willst. Ach, da hoch. Ja, okay. Boing. Die Glocke. Oh nein! Oh Gott. Ach, da sind wir ja schon wieder, okay. Ring the bell, Cody. Jetzt durftest du schon 2 machen. Aber es waren es nur 3 insgesamt. Ha, guck! Look at the lights. Wusstest du natürlich schon längst. Halfpipe! Schaukeln! Soll ich dich schaukeln lassen? Ui. Ich glaube, dass. Obwohl es eigentlich egal wäre, ne? Geht mit beiden, ja. Kriegst du mich über Kopf? Schiffsschaukelmäßig? Oh, guck mal. Ui. Ja! Yes. Tatsächlich! Wo ist die Errungenschaft? Ich hab keine Ahnung. Mach mal schneller. Mach mal richtig schnell. Hol mich ab, wenn ich wieder ankomme. Ja! Wahoo! Oh, ja. Gleich schleudert es mich raus durch die Zentrifugalkraft. Oh Gott. Obwohl, nee, eigentlich drückt es mich. Wenn du auf Abbrechen drückst, ne? Pop. Nee. Ja. Aber? Oh Gott. Und der Arme. Na du kleiner Scheiße, du! Noch freut er sich.
Und tschüss, das hat eine Errungenschaft gegeben. Aufgeschaukelt. Oh Gott. Wie er fliegt. Oh nein. Oh, schön. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Keine Ahnung. Ach, wir müssen gar nicht. Ich glaube, wir sind jetzt mal fertig für die Folge. Alles klärchen. Ich überlege gerade, welches Panorama ich da nehme. Ups. Ob es da ein geeignetes gibt? Ja. Gibt genug geeignete. Die Küche. Nein. Das ganze Städtchen hier. Ich habe ja leider nur einen halben Bildschirm. Ich mach mal von hier hoch. Oh, der macht schon Halfpipe. Das können wir uns beim nächsten Mal angucken. Oder ich zumindest. Ich bleib jetzt hier oben stehen. Mach dein Ding. Ich bin raus. Ihr könnt beim Kumpel gerne beim Ben vorbeischauen. Wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Obwohl das hier gerade super spaßig ist. Aber der hat bestimmt auch ein paar spaßige Sachen noch auf dem Kanal gehabt. Spreche ich leider in der Vergangenheit. Aber naja, mal gucken. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder bei It Takes Two. Ach, ist das schön. Bis dann. Tschüss. Ciao.